Haben wir vielleicht in Tonis Laden etwas vergessen? Ich will so einen Haken haben. Finger weg von meinen Sachen. Finger weg von meinen Sachen. Jetzt sei nicht so. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Darf ich denn wenigstens so einen Coupon haben? Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber. Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch. Oh Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Entspann dich. So, können wir jetzt? Autsch! Oh. Ey! Aua! Guck mal! So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Okay, so, wir gehen dann mal. Haben wir, Rufus, hast jetzt wenigstens einen Haken mitgenommen? Das Apothekenschlüssel und einen Haken. Er hat den Luftballon nicht kaputt gemacht. Zu Tonis Hütte. Genau, jetzt muss ich gerade überlegen, wo wir eigentlich hin wollten. Und was ist denn in der Hausapotheke Schönes? So. Sieht ein bisschen aus wie ein Dosenöffner. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Ach, Rufus. Okay. Mit dem Haken am Luftballon bleibt jetzt hoffentlich auch die Klappe offen. So. Da und hier. Und bitte, bitte, bitte. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Soll ja auch nicht witzig sein, Rufus. Wir wollen nur. Nein. Wenn das Haus ein wenig unter Wasser setzen. Nur ein bisschen. Dann bekommen wir hoffentlich die Wünschelrute. So, Bufo ist ein bisschen schneller. Ah,
Und? Ja, perfekt. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Oh, du bist... Eigentlich ist es voll gemein, was wir machen, aber... Wir wollen nur das Beste für Goal. Boah. Und Wenzel wollte Wasser finden. Also ist eigentlich schon zweien geholfen. Oder? Nicht? Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Oh, ja, haben wir ihm anscheinend doch geholfen. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Na komm, nehmen wir die mal mit. Und hier haben wir sauberes Wasser. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Ach, jetzt sei doch nicht so. Wie bekommen wir das jetzt mit? So, wir gehen hier erstmal wieder raus. So was Blödes aber auch. Da vielleicht Wasser reinfüllen? Oh. Das ist ab. So ist aus und jetzt hier. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Warum nicht? Wie willst du dann Wasser finden? Mal hier jetzt suchen. Oder wo finden wir denn jetzt Wasser? Oh, kann man eigentlich den Stier wieder ein bisschen beruhigen? Komm mal her, du armer Stier. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Du sollst ihn ja nicht wütend machen. Wir haben jetzt die Wünschelrute und wir haben ein Narkotikum. Aber was fangen wir damit an? Ich glaube,
Du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Das sind wir. Hallo, Lotti. Hallo, Lotti. Du schon? Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Okay, dann probieren wir das doch einfach mal. Das kann doch nicht angehen. Schließlich hat er sie... Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotin. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar. Wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Harry! Musst du kurz hin. Entschuldigung. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft.
Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ab. Was denn jetzt noch? Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Ja. Und ab. Was denn jetzt noch? Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche! Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen? Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Das war jetzt gemein. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Was haben wir hier denn noch? Eine Klingel? Was für ein Schrotthaufen. Oh, ein Glas. Und ein Schlüsselloch. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Das ist nicht gut, Rufus. Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Können wir da? Ich behalte es lieber. Toni hat keine Heilen mehr, seit Wenzel sie kaputt gemacht hat. Was hatte er auch in der Wurfbahn verloren? Du sollst es ja nicht werfen. Okay, eine Klingel. Gegensprechanlage. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwock angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. was haben wir denn hier noch? Da kommen wir nur raus. Wir müssen ihn irgendwie unter Narkose setzen. Glaube ich. Was passiert, wenn wir klingeln? Nanu, er ist weg. Naja, auch gut. Hallo? Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ja. Du bist halt doch deines Vaters Sohnes. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Okay,
Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Nächster bitte! Nächster bitte! Das macht Spaß! Nächster bitte! Regt sie sich irgendwann auf? Nächster bitte! Nein. Okay. Nein, da möchte ich noch nicht hin. Wir haben jetzt ein Glas. Können wir damit vielleicht ein wenig von dem Wasser bekommen? So. Jetzt ist es so verdächtig ruhig. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Jetzt sei doch nicht so, Rufus. Ich will mit Wenzels... Ja, du willst mit Wenzels Quelle nichts zu tun haben. Auch gut. Ist jetzt nur die Frage, woher bekommen wir Wasser?